Gecheckt. Ausrüstung ist bereit. Wir sind soweit. Alles andere? Wenn das schief geht, müssen wir das Lager super schnell abbrechen. Sieht aus, als wären alle bereit. Mehr oder weniger. Ist kein normaler Überfall. Für viele das erste Mal. Mitch hat sie sicher aufgescheucht. Spürst du das? Die Anspannung? Das heißt, sie haben begriffen, was vor uns liegt. Ich war gerade als Kundschafter unterwegs. Das solltest du sehen. Hast du nicht geschlafen? Alte Menschen brauchen weniger Schlaf. Aber vor so einem Einsatz hätte ich eh keine Augen zugekriegt. Und eine gute Aufklärung ist wichtiger als eine gute Nachtruhe. Sieh dir das an. Danke. Der Plan ist folgender. Wir haben zwei Ziele. Erstens, in den Arasaka Tower kommen und wie helfen, Mikoshi zu erreichen. Zweitens, wir werden die Verwirrung ausnutzen, um so viel Ausrüstung wie möglich einzusacken. Die Schätze werden unsere Geldsorgen lösen. Um nach Mikoshi zu kommen, müssen wir uns ins Untergeschoss vom Arasaka Tower graben. Deshalb nutzen wir die Maglev-Baustelle und schnappen uns einen Zorg von Nightcorp. Und zu guter Letzt, unsere Aufklärungsdrohne hat uns ein paar Schwachstellen aufgezeigt. Dieses Tal führt zu der Baustelle. Ich denke nicht, dass sie damit Ärger rechnen. Trotzdem müssen wir schnell vorgehen. Zeit ist der Schlüssel. Wir müssen unbedingt verhindern, dass die Wachen Verstärkung rufen. Und wenn wir zu langsam sind? Dann übernimmt Bob mit seinem Störsender. Wir müssen nur nah genug an ihre Com-Antenne, um die Übertragung zu starten. Machen wir uns nichts vor. Das hält sie nicht ewig auf. Ewig nicht, aber hoffentlich lange genug. Sind dort Drohnen? Frühwarnsysteme? Irgendwas? Naja, es ist nicht Fort Knox, aber Nightcorp hat Militech angeheuert. Und da weiß man nie. Die werden definitiv Patrouillen haben. Unsere Drohnen werden jedenfalls mit ihren fertig. Teddy hält Ausschau, um Alarm zu schlagen. Die Baustelle ist eingemauert. Wird unser Raketenwerfer mit dem Tor fertig? Worauf du einen lassen kannst. Klingt soweit gut. Was noch? Sobald ihr drin seid, müsst ihr den Zerg erreichen und ihn unter Kontrolle bringen. Das übernehmen Mitch und Kara. Wenn ihr den Bohrer zum Laufen bringt, ist der Weg in die Keller vom Arasaka Tower weit geöffnet. Von da aus werden Vi, Panam und ich zum Labor und einen Weg nach Mikoshi finden. Und während wir bohren, sollten wir mit ungebetenen Gästen rechnen? Wenn alles nach Plan läuft, sollte niemand wissen, wo wir sind oder was wir vorhaben. Sieh dich ruhig noch mehr um, wenn du willst. Wir haben noch etwas Zeit. Ich habe genug gesehen. Okay, das reicht. Wie? Bist du bereit? Wie werden wir zurückkommen? Genauso, wie wir reingekommen sind. Und auch genauso schnell. Unsere Leute halten die Stellung, während wir drin sind. Also, wie? Bereit? Bereiter geht's nicht. Sind alle startklar? Schmeißt die Motoren an, Leute. Teddy. Ja, schon gut. Hast du die Drohne gestartet? Das
Vögelchen sort vor sich hin. Sie betreten jetzt Eigentum, das von Militech Site Secure beschützt wird. Drehen Sie um. Ich wiederhole, sofort umdrehen. Ich übernehme die Drohnen, du den Panzer. Nein, nein, nein! Feuer in der Fahrerkabine! Überspannung! Okay, kannst du es löschen? Wenn nicht, steig aus. Scheiße, Leute, was ist los bei euch? Ich bin beim Transmitter. Wo steckt ihr? Fahner, wie sieht's aus? Wie lange noch? Eine Minute. Feuer ist unter Kontrolle. Schalte um auf Notstrom. Ein paar Systeme werden analog laufen, aber er bewegt sich. So. Die wissen, dass wir kommen. Die Drohnen kommen direkt auf uns zu. Wir brauchen mehr Zeit, Bobby. Kannst du sie abwehren? Habe ich denn eine Wahl? Passt auf euch auf. Bobby kümmert sich drum. Alle Systeme wieder online. Gib Gas! Okay, Bobby, der Panzer ist unterwegs. Halt durch, wir kommen zu dir. Na endlich! Hab euch schon fast vermisst. Hier ist noch ein so ein Scheißteil übrig. Und das schieß ich... Bobby! Oh, Scheiße. Bobby? Bobby, hörst du uns? Wir müssen mir leid, Mensch. Aber wir können nicht anhalten. Nicht jetzt! Shit. Der Panzer, wie? Er ist fast am Ende. Die Systeme könnten jeden Moment wegbrechen. Ich tue alles, damit wir das in einem Stück schaffen. Danach kann ich improvisieren. Das hin, Panam. Durch. Laterne aus dem Weg räumen und bis über die Brücke. Keine Fehler mehr. Nicht einer. Uns sind schon zu viele passiert. Wir schaffen das. Das alles reparieren? Ich versuch's. Entweder das oder die Kiste ist gleich Schrott. Du steigst aus. Hilf den anderen. Wir geben dir Deckung, aber beeil dich, okay? Mach dich auf was gefasst. Ich wurde getroffen. Teddy, du hast eine Chance, dass er noch... Du weißt schon. Nein. Wir müssen weiter. Wir sind fast da. Verstanden! Es sollte oben einen Kontrollraum geben. Von da aus verlinken wir mit dem Server. Die Ausrichtung des Bohrers ist festgelegt. Wen wenden Sie? Den Wagen natürlich. Ich bremse den Autopiloten ab und schalte auf manuell um.
Macht euch auf was gefasst! Es klappt! Bereit, der Luft zum Start! Achtung! Sie kommt von rechts! Geh das doch, Bitch! 11%! Shit! Geh doch nicht schneller! Wir können nichts tun! Zurück. Gute Arbeit. Wir haben ein kleines Problem. Nach dieser Vorstellung wärt ihr so weit, dass ihr bei den Panzerjungs mitmachen könntet. Saul hat recht. Carol, du und Cassidy gebt uns hier Deckung. Roger. Mitch, du kommst mit uns. Jawohl, Ma'am. Keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Okay, ich stelle ihn auf Autopilot und trenne die Verbindung. Okay,